Y voici ce que dit la voix de l'Éternel. J'exterminerai cette race, car ces hommes que je maudis se sont détournés de ma face. Ils m'outragent de leur défi. Ja, wie es zu diesem Werk kam, das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Ich mag so Detektivspielchen in der Musik und halte immer Ausschau nach Werken, die vielleicht ein bisschen abseits von den ausgetretenen Pfaden liegen. Und Saint-Saëns ist für mich ein ganz besonderer Fall, weil er ja sehr bekannt ist als Komponist, aber paradoxerweise von seinen Werken eigentlich nur ein Bruchteil wirklich bekannt ist oder gespielt wird. Dabei hat er sehr früh angefangen, also auch als Jugendlicher schon komponiert und wurde ja auch recht alt und hat einen sehr umfangreichen Werkkatalog. Und ich habe dieses Oratorium entdeckt und festgestellt, dass es davon kaum Aufführungen oder Aufnahmen gibt. Und deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das zu musizieren. Und das war auch der Grund, weshalb wir mit der Württembergischen Philharmonie für dieses Projekt dann kooperiert haben, ja, ein Werk anzugehen, was bislang nur zwei Dirigenten kennen, die ich gefragt habe. Also ich kann sehr gut verstehen, warum das Werk selten zu hören ist. Es bedarf eines sehr, sehr großen Aufwandes, das auf die Beine zu stellen. Man braucht einen 3-4-fachen Blechbläserapparat, viel Schlagzeug. Man merkt, dass Saint-Saëns da von Wagner sehr beeinflusst war. Und obwohl das Stück nur eine knappe Stunde Dauer hat, müssen eben sehr viele Anstrengungen unternommen werden, so viele Musiker überhaupt zusammenzukriegen. Das Sopran-Solo singt erst im dritten Teil. Der große Blechbläserapparat ist nur im zweiten Teil besetzt und nach 12 Minuten ist alles vorbei. Aber genau das macht für mich auch den Reiz des Stückes aus, denn Saint-Saëns setzt das alles sehr, sehr bewusst ein. Also wie bei so einer richtigen Sintflut im wahren Leben oder bei einem Wolkenbruch nach 12 Minuten ist die Sache gelaufen. Aber was in der Zeit passiert, ist heftig. Das ist hier ja auch so. Und es ist nicht umsonst, dass er so viele Musiker da aufbietet. Man hat wirklich den Eindruck, dass der Saal dann also ertrinkt im Klang des Orchesters.
Ja, die Aufnahme hat viel Spaß gemacht. Also auch der Chor hat sofort zurückgemeldet, dass er sich sehr wohl fühlt, dass die Leute von Ars dafür gesorgt haben, das ganze Team, dass die Stimmung so entspannt ist, dann singt es sich natürlich sehr viel leichter. Und ja, wenn man entspannter sitzt, dann hat man auch ein paar Obertöne mehr dann auf den Tönen, die man singt. Es war eine sehr schöne Atmosphäre.